Bevor das spannende Video losgeht, wollte ich euch noch eine App vorstellen, und zwar die Amino-App. Die müsst ihr euch runterladen, die ist umsonst, liebe Leute. Ich selber nutze die auch, und zwar könnt ihr dort einfach der Community Nintendo German beitreten. Könnt mit mir schreiben, dort könnt ihr Nintendo-Quizzes erstellen, aber auch andere machen von anderen Nutzern. Sowie Glitches, Challenges, alles mögliche kann man mit Amino wirklich machen. Ist wirklich eine gute App für jeden Nintendo-Fan. Ich habe es ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt, dort könnt ihr euch einfach runterladen. Und am besten folgt ihr mir noch, ich heiße dort One Piece Theoretiker, einfach folgen. Und ich habe auch ein Quiz erstellt, das könnt ihr ja mal machen, wenn ihr richtige Nintendo-Fans seid. Außerdem wird der gute Ted Dash, der gute Akata und meine Wenigkeit dort auch ab und zu im Chat anwesend sein. Und dann kann man vielleicht mal ein bisschen schreiben. Ihr könnt dort mir auch privat schreiben, da antworte ich auch. Also falls ihr Fragen habt zu Mario Odyssey oder sonstiges, könnt ihr mich auch bei Amino am besten fragen. Und jetzt geht's los mit dem Video. Jo, liebe Leute, Theo hier. Heute präsentiere ich euch wieder drei billige Mario-Fälschungen. Drei Fake-Games, die wirklich ganz billig geklaut wurden und einfach von Mario-Spielen abgeguckt wurden. Heute haben wir einen richtig knackigen Mario Galaxy-Abklatsch, ein Mario Kart-Abklatsch natürlich auch wieder und heute sogar ein Mario Maker-Klon. Und solltest du noch kein Abonnent sein dieses Kanals und mehr solcher interessanten kleinen Videos sehen willst, dann abonniere den Kanal, es kostet nichts und du siehst die Videos dann immer oben in deiner Abo-Box, sobald sie öffentlich sind. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's! Das erste Spiel ist ein Spiel von 2008. Und zwar wissen wir ja alle, dass aber 2007 Mario Galaxy für die Wii erschienen ist und ein riesiger Erfolg war. Und viele betiteln es heutzutage noch als beste Mario-Spiel, beziehungsweise auch die große Revolution der Mario 3D-Spiele nach Mario 64. Auf jeden Fall hat sich 2008, ein Jahr nach dem Erfolg, eine chinesische Firma namens Fanta Wild ein Spiel zu releasen, was Dulodubi Star heißt. Fanta Wild ist sonst eigentlich eine Firma, die Vergnügungspark eröffnet. Und in diesen Vergnügungsparks in China gibt es ein Maskottchen, was Dulodubi heißt, was so ein komischer blauer Dino ist. Und dieser ist auch der Protagonist von dem Spiel Dulodubi Star, was 1:1 ein Abklatsch ist von Mario Galaxy. Sogar die Drehattacke, die Welten, die Hubworld, die verschiedenen Planeten mit der Gravitation, alles ist 1:1 abgeguckt und einfach nur ein billiger Abklatsch von Mario Galaxy. Eine weitere billige Mario-Fälschung ist einfach das Spiel Poppy Kart für die Smartphones mal wieder. Wieder ein billiger Mario Kart-Abklatsch für die Smartphones, wie in der letzten Folge schon. Und ich sag euch ganz ehrlich, diese billigen Mario-Fälschungen hören nie auf. Poppy Kart ist wirklich ein Mario Kart im SNES-Design, was wirklich 1:1 daran orientiert ist. Mit den Items, mit auch Münzen in der Art, die man sammelt. Die Bewegungen, die Kamerafahrten. Es gibt grüne Koopa-Shells in der Art. Alle natürlich ein bisschen ummodelliert, dass es nicht irgendwie so sein kann, dass sie rechtlich belangt werden von Nintendo. Sogar die Charaktere sehen teilweise aus wie Mario-Charaktere. Wenn man alleine Poppy sieht, den Hauptcharakter dieses Spiels, der sieht wirklich 1:1 aus wie ein Koopa. Und allgemein auch die Items, die Tracks, alles ist sehr Mario Kart SNES-mäßig abgekupfert. So Leute, jetzt kommt wirklich was ich selber nicht glauben konnte, dass so etwas existiert. Und zwar das Spiel Boxmaker, was von Silver Moon Internet entwickelt wurde und was wirklich 1:1 ein Mario Maker-Abklatsch ist. Nach dem Erfolg von Mario Maker für die Wii U hat die Firma sich gedacht, ja, machen wir das Ganze doch mal nicht ganz so exklusiv für irgendeine Plattform, sondern einfach für den PC, wo so gut wie jeder das spielen kann, mit wirklich 1:1 den gleichen Versatzstücken wie Mario Maker. Also wirklich, guckt euch das mal bitte an. Selbst der Level-Editor ist genauso wie bei Mario Maker, sogar die Buttons, mit denen man in die Level geht und alles, selbst das ganze Overlay ist alles fast gleich identisch. Ich find's einfach nur krass, dass anscheinend Nintendo dagegen nichts machen kann, gegen einen so offensichtlichen Diebstahl. So Leute, jetzt seid ihr aber mal gefragt, wie fandet ihr diese drei billigen Fälschungen? Und Leute, glaubt mir, es gibt noch so viele mehr. Ich könnte noch 300 Parts machen. Wenn es euch gefällt, gebt einen Daumen hoch, dann mache ich auf jeden Fall noch einen. Ansonsten bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.